Guten Morgen. Die erste Challenge ist auch schon mal, ich habe kein Mikrofon, was mir jetzt tatsächlich nicht so wahnsinnig viel ausmacht, aber ihr müsst halt gut zuhören, weil ich kann nicht die ganze Zeit wahnsinnig laut halten, aber das werden wir gut schaffen, glaube ich. Ich freue mich total, dass ich bei dem Format dabei sein darf. Ich war schon oft hier an den Morgenen und ja, das Thema, als dieser mich fragte, sprang mir natürlich auch total ins Gesicht und ich sagte, ja, natürlich kann ich zu Silence was sagen. Zum Einstieg würde ich ganz gerne mit euch zusammen direkt so eine kleine Frequenzeintunung machen, ganz praktisch. Hier steht es schon an der Wand. Ich möchte gerne einen Soundcode mit euch gemeinsam ja, singen. Das tut nicht weh, das geht ganz schnell, das ist auch nicht schlimm. Manche werden es vielleicht aber auch schon kennen. Macht's einfach und guckt, was passiert. Wenn ihr mögt, legt gerne eine Hand hier aufs Brustbein, dann spürt ihr nämlich, wie es vibriert, wenn eure Stimme ertönt. Und durch diesen Soundcode können wir ganz bestimmte Punkte in unserem Mund oder auch ja, an der Zunge, wir können da bestimmte Punkte antriggern, die wiederum Punkte im Gehirn antriggern, dadurch, dass wir die berühren, auch wenn wir es nicht durchschauen. Wir fangen mal damit an. Es heißt Ong Namo Gurudev Namo. Vielleicht einmal alle zusammen. Ong Namo Gurudev Namo. Wir machen das dreimal, okay? Ong Namo Gurudev Namo. Vielen Dank für euer Vertrauen. ja, das hier war jetzt ein Mantra aus der Kundalini-Tradition, aus dem Yoga. Und genau, Mantren sind nichts anderes als Soundcodes. Deshalb passen die auch total in die digitale Zeit, wie ich finde. Ne? Das heißt, wie auf so kleinen Festplatten sind irre viele Geheimnisse, geheimnisvolle Dateien gespeichert, die wir gar nicht so erkennen. Aber wir benutzen sie und sie haben einen Effekt. Ich denke, dass es hier im digitalen Zeitalter sinnvoll ist, so hochkomplexe und physikalische Strukturen am eigenen Körper zu erleben. Das macht was mit uns. Und ich finde, das passt auch sehr gut so früh morgens, wenn man hier sich trifft und erstmal so in so ein Thema einsteigt. Je mehr ich mich mit dem Thema Silence und Stimme befasst habe, umso klarer wurde mir eigentlich auch, dass es grundsätzlich viel mehr ums Zuhören geht, als ums wirkliche Reden. Das, was wir eben erfahren haben, das hat viel mit eingeschlossen. Ne? Wir haben den Soundcode gehört, ihr habt eine Vibration gespürt, ihr habt den Text gelesen und ihr habt gesungen. Was viele von euch vielleicht jetzt echt jahrelang auch nicht mehr gemacht haben, könnte ich mir vorstellen. Für viele Menschen ist es ein Riesenschritt. Ich kenne das, ich bin in Situationen, neulich war ich wieder bei so einem Business-Meeting und da hat irgend so eine gestandene Unternehmerin, fragte mich so, und was machen Sie so beruflich? Ich meinte, ja, ich arbeite mit der Stimme, ich bin Sängerin. Und zack, fing die an zu weinen, wirklich, in so einem Business-Kontext. Ich wollte immer schon mal singen. Und das ist jetzt nicht, will die nicht veräppeln oder so, aber es ist einfach, man merkt, die Stimme geht bei den Menschen ganz schnell ins Herz. Die eigene und vielleicht auch die Stimmen von anderen Menschen. Wenn wir Musik hören, ist uns das ja auch bewusst, warum wir das machen. Ne? Und die Stimme ist für mich, die ich ja täglich damit arbeite, wirklich auch ein Link zwischen der digitalen und der analogen Welt. Ich liebe es, mich damit zu befassen und unter anderem auch mit bildenden Künstlern in Zusammenarbeit. Kann das ein total spannender Weg sein, das zu machen. Beispielsweise habe ich mit einem chinesischen Künstler im letzten Jahr, der heißt Yang Jiang, eine Arbeit gemacht. Da haben wir uns damit beschäftigt, dass früher naturverbundene Menschen ihre Kommunikation über Gesänge ausgeübt haben. Man kennt das aus Indianertraditionen oder auch noch aus dem Jodeln der alpinen Völker. Ne? Das hatte ganz klar eine Kommunikationssituation
gelöst, weil man konnte jetzt halt nicht einfach immer durch die Berge rasen. Und da sind auch wirklich schwierige Codes in diesen Gesängen versteckt teilweise. Und wir haben das übersetzt, wir haben geguckt, was hat das mit der digitalen Welt zu tun und haben im Internet so ganz bestimmte Diagramme gesucht, die mit Bedrohung zu tun hatten. Beispielsweise eine Bedrohung, eine Kurve von Erdbebenwarnungen, die Menschen bedroht. Oder zum Beispiel eine Kurve haben wir auch gefunden, die den YouPorn-Konsum vor, während und nach der Entwarnung eines atomaren Fehlalarms in einer bestimmten Region ausgelöst hat. Diese sehr technischen Kurven, die habe ich dann in einfach Gesang transformiert. Und das können wir uns jetzt mal, lange Rede, kurzer Sinn, anschauen. Wenn ich jetzt, wo drücke ich denn hier auf Play? Nein, einfach runter. Nochmal runter, dann geht's ab. Nee, stimmt nicht. Geht's ein bisschen lauter vielleicht? Danke. Das ist die Kurve. Genau. Also so sahen diese Kurven aus und man konnte da zumindest mal so eine kleine Transition wahrnehmen. Ne? Die Stimme ist unser Instrument, das wir immer bei uns tragen. Und wenn wir uns mehr mit ihr beschäftigen, dann intensiviert sich vielleicht auch das eigene Bewusstsein für das Hören. Wie klingt eigentlich eine echte, eine authentische Stimme? Und wie klingt eine gemachte, eine künstliche? Klinge ich eigentlich authentisch? Oder möchte ich jetzt vielleicht besonders tough klingen und auch wirklich zeigen, dass ich sehr selbstbewusst bin und eine wirklich tiefe Stimme habe? Oder bin ich vielleicht eher so lieb und habe halt dann auch so immer die Fragen offen am Ende vom Satz und beende den auch immer oben, weil ich mache keinen Punkt, weil ich möchte ja auch gemocht werden, ja, vielleicht? Oder kriege ich vielleicht die Lippen nicht auseinander, weil vielleicht auch das, was ich sage, immer eine Lüge ist? Das ist für mich der Seehofer-Komplex. Also der, müsst ihr mal gucken, der macht die Lippen nicht auf. Ne? Die sind wirklich immer zu. So. Also da gibt es irgendwie eine ganz klare Situation, da liege ich nicht in meiner Indifferenzlage. Das nennt man das, wenn die Stimme wirklich da sitzt, wo sie bei dir hingehört, wo sie zu dir passt und wo du unangestrengt sprechen, singen, reden kannst und auch einfach echt klingst. Und also wenn wir jetzt in einem Workshop wären und mehr Zeit hätten, dann würde ich das mit euch allen machen, dann würde ich bei jedem Einzelnen schauen, wo ist deine Interferenzlage, wie ist dein Atemtyp, wo sitzt es bei dir richtig. Das dauert gar nicht so lange und man findet da schnell was raus. Also jeder Mensch hat diese Interferenzlage. Unsere innere Stimme und der Ausdruck in der tatsächlichen Stimme, das sind die Ebenen, auf denen wir selbst mit uns und auch mit anderen Menschen in Kontakt treten. Und wenn diese beiden Ebenen stimmig sind, dann sind wir halt authentisch und haben auch eine andere Form von Sicherheit im Ausdruck. Und die Stimme ist unsere intimste Visitenkarte. Man kann wirklich so viel daran ablesen. Man kann hören, bist du traurig, bist du nicht traurig, bist du glücklich, bist du nervös oder gestresst, wie ist dein Muskeltonus, bist du krank. Das nennt man Prosodie, also das, was mitschwingt, was man gar nicht verhindern kann, außer jetzt besonders geschulte Schauspieler oder eben ja, Voice Artists sollten das auch können. Sonst wären sie so ein bisschen arbeitsunfähig. Aber sich der eigenen Stimme bewusst zu sein, bedeutet gleichzeitig, sich darüber im Klaren zu sein, was von der eigenen Person nach außen transportiert wird. Und ich glaube, dass dieser Moment, einfach mal selbst zuzuhören, sich selbst oder sich auch daran auszuprobieren, wie man selber klingt, in einem Tonstudio einem wirklich helfen kann, mal die eigene Stimme über Kopfhörer hören, ist ein sehr interessanter Moment. Ne? Und vor allem, ich denke mal, hier sitzen bestimmt auch der ein oder andere Producer oder Producerin, das heißt, die dann wirklich auch im Tonstudio Audio-Regie-Anweisungen geben, bei Werbeproduktion etc. Für die wäre das eben auch ganz wichtig, diese Situation selbst mal zu erfahren, wie sich das anfühlt. Und
Vor allen Dingen auch, wenn wir jetzt beim Thema Tonstudio sind, da breche ich immer gerne mal die Lanze für die Sound Engineers, die da sitzen. Das heißt also, wir alle Creative People, die in irgendeiner Form Audio-Content auch mal produzieren, wir müssen natürlich auch selbst Entscheidungen treffen. Aber diese Tonmeisterinnen und Tonmeister sind sowas von zu empfehlen. Die haben so gute Ohren. Ja, nehmt die Meinung und die Hilfe von denen bitte, bitte an. So mein Appell. Passiert nicht immer. Aber wenn man jetzt im Studio sitzt bei einer Produktion, da sitzt allerdings auch immer noch ein ganz großer Feind der Produktion mit drin. Wer könnte das eurer Meinung nach sein? Nein, das wäre zu banal. Ich liebe meine Kunden. Nein, und die zahlen das auch und die sollen auch das kriegen. Nee, die sind, das kann passieren, aber das wäre zu einfach. Habt ihr noch eine Idee? Okay. Der größte Feind einer guten Produktion im Studio ist der persönliche Geschmack. Das Ego. Ich finde das aber schön. Ich mag aber die Musik lieber. Ich mag das, ich mag jenes. Ist mir privat total interessant und sympathisch, aber im Studio hat es nichts verloren. Da muss das Ego draußen bleiben und es geht eigentlich ja nur um das, was da gemacht wird. Und ja, daran sind schon viele Produktionen gescheitert bzw. endlos in die Länge gezogen worden und manchmal auch in die falsche Richtung. Ich sehe ganz viel zustimmendes Nicken hier. Okay, also ich beschäftige mich den ganzen Tag mit Stimme, an den meisten Tagen tatsächlich. Das heißt, ich produziere entweder in den großen Studios hier in der Stadt oder auch in anderen Städten. Oder ich auch gerne bei mir im Studio in Flingern und höre mir natürlich auch selber den ganzen Tag zu. Ich bin das gewöhnt. Seit einigen Jahren mache ich auch die Sprachaufnahmen für die Erstellung der TTS als Navigationsstimme für einen großen deutschen Automobilkonzern bei mir im Studio in Flingern. Das heißt, ich als Navi-Stimme Deutschland sage den Menschen in sehr, sehr vielen Fahrzeugen, wo es lang geht. Was jetzt hier meine Freunde und meine Familie etwas irritiert, immer schon, weil ich habe den miesesten Orientierungssinn. Niemand würde mich privat fragen, Katrin, sollen wir links oder rechts? Guck, nee, da ist links, genau. Sollen wir links oder rechts fahren? Never ever. Aber bei diesem Automobilkonzern funktioniert es ziemlich gut. Ich werde ziemlich oft gefragt, wie wird denn jetzt diese Stimme eigentlich gemacht? Sitzt du da wirklich mit so einem Packen Excel-Tabellen im Studio und liest alle Straßennamen der Welt vor? Das ist ja viel Arbeit. Und dann sage ich natürlich nein. Dann könnte ich wahrscheinlich nichts anderes mehr machen in meinem Leben. Es wäre so die Lebensaufgabe, die Welt einzulesen. Ich weiß gar nicht, ob ich es schaffen würde. Die Antwort ist natürlich, wie bei Siri oder Alexa wird also dort auch eine TTS produziert. Das heißt, nur für diesen einen Kunden, zweckgebunden, nur dafür. Das ist ein ganz wichtiger Punkt bei künstlicher Stimme. Die Verwertung und die Abklärung der Verwertung. Aber bei meinem Fall ist das ganz klar geregelt und super safe. Das ist eine sehr komplexe Art der Herstellung, aber ich erzähle das mal so simpel, wie ich das auch selber eigentlich verstehe und es reicht vielleicht auch für den Moment. Also vor über 10 Jahren habe ich damals noch in der Schweiz begonnen für diesen Konzern, regelmäßig über so 1 bis 2 Wochen ungefähr, jeden Tag 5 Stunden Netto-Sprechzeit, Berge von Texten einzulesen. Und zwar irgendwelche Sätze haben überhaupt nichts mit Navigation zu tun, irgendwelche komischen EU-Verordnungen, was auch immer, random, Politik, Zeitgeschehen und aber auch ein paar Mal natürlich Sätze, die schon mit Navigation auch zu tun haben. Das Wichtige ist in der Produktion die Produktionsregeln. Es muss immer im selben Studio, im selben Setting, mit demselben Mikrofon, in dem genauen Abstand zum Mikrofon, im Winkel. Also alles muss gleich sein, aufgenommen werden. Und dann sind die Regeln natürlich noch Betonung, Tempo, Stimmfarbe, Rhythmus und Lautstärke. Innerhalb dieser Regeln muss ich mich bewegen, egal was ich vorlese und erzähle. Es muss immer zusammenpassen und immer die richtigen Regeln erfüllen. Jetzt ist die Frage, welche Fähigkeiten sind für so eine Stimme, die sowas produziert, entscheidend und wichtig? Also die Grundlage ist natürlich, die Stimme sollte angenehm sein und im weitesten Sinne, was man als schön definiert. Und sie sollte natürlich markenstrategisch passen, aber das wird im Vorfeld ja schon ausgewählt. Ich habe jetzt mal einfach 3 Punkte dazu
zusammengefasst, wie ich das sehe, was wichtig ist für so eine Art der Stimme. Das erste ist Flexibilität, wie Elastika. Das heißt, es muss lebendig klingen, es darf aber nicht abweichen, es soll nicht langweilig klingen, es muss aber in der Form bleiben. Das erfordert tatsächlich so eine, ja, für mich ist das sehr körperlich, so ein Passen in jede Situation, Flexibilität. Der zweite Punkt ist, was braucht man noch als Stimme, die so ein Riesenprojekt über Jahre stemmt? Ausdauer. Das heißt, eine körperliche, stimmliche Zuverlässigkeit muss einfach da sein. Also Belastbarkeit. Richtig, richtig lange Studiotage. Immer muss die Stimme tipptopp sein. Du musst auch wissen, wenn du mal stimmlich nicht so fit bist, wie kriegst du dich schnell wieder in den Modus? Es muss einfach funktionieren. Quasi das Drei-Wetter-Taft für die Stimme. Also in diesem Sinne. Die dritte Regel, die ich noch sagen würde, wäre der Made-in-Germany-Faktor. Das heißt, Zuverlässigkeit und organisatorische Fähigkeiten, mit diesen Rhythmen der Aufnahmesituation zurechtzukommen und auch einfach eine Verlässlichkeit zu sein, also ein verlässlicher Partner oder Partnerin für den Kunden, weil das schon ein großes Projekt ist, was man da macht. Und das hat auch eine Verantwortung. Und es geht vor allen Dingen dabei auch darum, den vertraglichen Teil gut abchecken zu können und sich da auch sicher zu fühlen. Der VDS, ich weiß nicht, wer von euch den kennt, das ist der Verein der deutschen Sprecherinnen und Sprecher, der hat in Zusammenarbeit mit Studios, was diese künstlichen Stimmen angeht, im letzten Jahr auch endlich mal Abrechnungsmodelle erstellt, nach denen sich die Leute, die jetzt sowas kalkulieren müssen, auch richten können. Ich habe schon vorher oft mal Anfragen gekriegt von Leuten von Agenturen oder Studios, die dann sagten, ja, du kennst dich doch damit aus, was nehmen wir denn da? Und es gibt wahnsinnig viel schwarze Schafe in dem Business. Also ich kriege ganz oft irgendwelche komischen Anfragen aus irgendwelchen Ländern für einen absurden Preis, irgendwas aufzunehmen. Ja, und wenn ich mir jetzt aber vorstelle, ein schlecht beschäftigter Sprecher kriegt das Angebot, hey, du kriegst 5000 Euro, musst nur 10 Tage arbeiten, sagt der wahrscheinlich jetzt auch nicht nein und schaltet sein Gehirn auch nicht ein, was er da eigentlich macht. Weil im Endeffekt verkauft er seine Stimme absolut unter Preis und weiß überhaupt nicht, wofür die hinterher genutzt wird. Das heißt, ich empfehle auf jeden Fall diesen Kontakt zum VDS, wenn man da Interesse dran hat oder Fragen dazu hat. Und vor allen Dingen braucht man auch eine gute anwaltliche, vertragliche Unterstützung, wenn man das tatsächlich eingeht, dieses Geschäft. Allerdings hat sich auch die Branche geändert, das wissen wir alle in diesem kreativen Sektor. Die Frage ist nur, wie reagieren wir da drauf? Und was erwartet uns in der Zukunft? Ich weiß, dass es inzwischen eine KI schafft, sich einen Tisch im Restaurant zu bestellen, auch wenn der eigentlich schon ausgebucht ist, der Laden. Okay. Ich habe auch schon mehrfach Jobs gehabt, bei denen dann die Auflage war, Katrin, aber bitte, du musst so klingen wie Alexa. Und ich nur so, hä? Ich soll also wie so ein Chatbot klingen? Ist das jetzt mein neues Ziel? Ist die denn jetzt schon, die ist natürlich sehr prominent und die verdient wahrscheinlich auch mehr Geld als ich. Aber wird die mir jetzt alle meine Jobs wegnehmen? Kann ich sie jetzt nur noch, muss ich die kopieren? Was ist hier los? Und überhaupt, wie reden die Menschen eigentlich alle mit diesen Chatbots? Die sind doch alle weiblich, muss man an der Stelle mal sagen. Warum sind die das denn? Finde ich einen sehr interessanten Faktor. Weil vielleicht, man könnte mal anfangen und sagen, na ja, eine Mutter, was Weibliches, hat ja was Fürsorgliches und man hat auch nicht so eine Angst, mit der irgendwie in Kontakt zu gehen und die hilft einem ja auch immer. Aber ist es nicht eher so, dass so ein Chatbot oder so ein Voice Assistant einfach eine Assistenz ist, eine niedere Aufgabe mit Sachen, wo wir keinen Bock drauf haben, dass man die halt vielleicht auch eher einer weiblichen Person zuschustert? Und ich denke schon, dass sowas dahinter steckt. Die Firmen haben zum Teil auch da schon darauf reagiert, das weiß ich. Trotzdem ist es in den Köpfen der User überhaupt gar nicht Thema. Da weiß man einfach Alexa, Cortana, Siri, ja Gott, ist halt so. Ich würde mir wünschen, dass diese Assistenzsysteme genderneutral werden, dass sie einfach Maschinen sind in aller Deutlichkeit und dass das auch gekennzeichnet so ist, dass man nicht denkt, das wären Humanoide oder Menschen am Ende. Denn was macht es denn mit uns, wenn wir Menschen permanent den ganzen Tag einer imaginierten Person übelst Befehle zubrüllen? Alexa, mach das Licht aus!
Siri, bring mich nach Hause. Ich meine, das ist kein Umgang. Man kann das, manche machen das vielleicht nicht ganz so aggressiv, aber es ist zumindest nicht bedacht. Keiner wird sagen, Entschuldigung, würde es dir was ausmachen, Alexa, wenn du jetzt mal guckst, ob dir die Heizung warm genug ist? Man muss es auch nicht übertreiben, aber mal, lass doch die Assistenzen vielleicht nur noch reagieren, wenn die sprechende Person sich an sprachliche Umgangsformen hält und wenn sie weder sexistisch noch totalitär ist. Also zumindest als Vorbild auch für uns und unsere Kinder, die sowas ja auch mitkriegen. Das wäre mir tatsächlich ein Anliegen. Viele meiner Kolleginnen und Kollegen haben tatsächlich Angst, dass sie wirklich nur noch in Konkurrenz stehen mit diesen Roboterstimmen und diesen künstlichen Stimmen der Zukunft. Ich habe das nicht. Ich denke, dass wir uns in diesem Kontext lieber auf unsere Fähigkeiten besinnen sollten, anstatt auf das, was die Roboter irgendwie besser können oder die KI. Das ist nicht das, was wir imitieren sollten. Was wir haben, ist das hier. Was seht ihr denn da? Das sind unsere Fähigkeiten. Okay, wir sehen Kühe. Ich glaube, wir sind uns einig. Aber diese Kühe repräsentieren für mich genau das, was uns unterscheidet und was wir besonders gut können und worauf wir uns konzentrieren sollten. Das ist die Kreativität, die Überraschung, der Humor und die Empathie. Und das sind die Faktoren, die wir immer im Herzen haben sollten und auf die wir uns eigentlich nur vertrauen sollten und mit denen wir nicht untergehen werden. Die wird uns keiner erstmal nehmen. Das macht uns menschlich. In der Stimme ist das auch zu hören. Wir hören, wenn was wirklich, wirklich menschlich ist. Ja? Sarkasmus und Ironie sind für Chatbots immer noch eine Riesenherausforderung. Müssen die ja vielleicht auch gar nicht können. Aber wir können das. Viele meiner Jobs sind schon weggefallen oder werden noch wegfallen. Aber andere kommen auch dazu. Und wenn jetzt eine Bedienungsanleitung oder ein YouTube-Tutorial von einer künstlichen Stimme gesprochen wird, dann ist mir das relativ egal. Aber wenn es um Emotionen geht, dann komme ich ins Spiel, weil das kann ich viel besser. Und Sinneswahrnehmungen kann ich auch. Das ist mein Vorteil. Eine KI, die kann vielleicht lernen zu imitieren, wie die Regeln üblicherweise für den Austausch von Empathie funktionieren. Wird die schon können, aber trotzdem braucht es uns Menschen. Und zum Beispiel hat jetzt gerade in Erlangen an der Uniklinik eine Forschungsgruppe zusammen mit Pflegepersonal einen bayerischen Preis gewonnen, einen Forschungspreis, weil die rausbekommen haben, wie sie Koma-Patienten viel schneller vom Beatmungsgerät entwöhnen können. Normalerweise dauert das 130 Stunden. Die schaffen das in 70 Stunden. Und wie? Sie haben eine geliebte Person, eine vertraute Person des Patienten einfach nur im Studio aufnehmen lassen, Sätze, die motivierend sind. Und haben diesem Koma-Patienten oder der Patientin das über Kopfhörer aufgesetzt und eingespielt und sparen diese Zeit. Also was dieser Einfluss, diese Möglichkeit, was die Stimme erreichen kann, ist schon enorm. Wir kennen das schon lange aus der Zeit bei Frühchen im Krankenhaus, ne? Frühgeborene Babys. Was unterstützt die am allerbesten, wenn deren Eltern, die sowieso schon denken, sie möchten irgendwie helfen und irgendwas tun in dieser schrecklichen Situation. Es ist bewiesen, dass es diesen Babys wahnsinnig besser geht und sie schneller reifen, wenn die Mutter daneben im Bett sitzt und denen was vorsingt. Weil die kennen einfach diese Stimme. Seit der 16. Woche im Mutterbauch hört ein Fötus. Das heißt, die Ohren, das Gehör ist ganz früh ausgebildet. Das war mal evolutionär ein unglaublich wichtiger Sinn. Selbst im Schlaf ist das Ohr offen. Viele Sinne kann man ein bisschen abschalten, aber das Ohr kann man nicht zumachen. Das ist immer offen. Und meine Frage ist dabei jetzt auch, warum ist in unserer Welt der Sehsinn so unfassbar dominant geworden? Seit so vielen Jahrhunderten dreht sich alles ums Visuelle. Und der Hörsinn ist tatsächlich in den Hintergrund gerutscht. Dabei braucht es doch beides, wissen wir doch. Und es gibt ja noch viel mehr Sinne, ich will die jetzt nicht alle aufzählen. In der traditionellen chinesischen Medizin steht der visuelle Sinn für das männliche Prinzip und das auditive für das weibliche Prinzip. Und ich sage ja nicht, dass das eine besser oder schlechter ist, aber man braucht halt beides und darf sich nicht nur auf eins fokussieren.
dazu gehört auch meiner Meinung nach, wenn ich jetzt sage, es braucht beides, der Austausch mit den Menschen, die diese Maschinen und Programme bauen. Ja? Die wiederum brauchen dringend mehr Menschen, so wie ich, mit einem sehr ausgeprägten auditiven Sinn. Und es braucht die Zusammenarbeit zwischen denen und Leuten wie mir. Ich glaube, das ist unfassbar wichtig. Wir müssen zusammenarbeiten und nicht gegeneinander, nicht voreinander Angst haben, sondern wirklich Hand in Hand gehen und keine Berührungsängste auf beiden Seiten. Das wünsche ich mir. Jetzt komme ich auch wieder zum Anfang zurück, an dieser Stelle, wo wir angefangen haben, Om Namo Gurudev Namo zusammen zu chanten. In einer digitalen Welt sind für uns Menschen analoge Inseln wahnsinnig wichtig. Das kann Sport sein, das kann Yoga sein, das kann die Natur sein, aber eine Meditation, was auch immer, eine echte Stimme kann uns ruckzuck viel schneller auf eine dieser Inseln transportieren. Entweder unsere eigene oder indem wir jemandem zuhören. Und der rasante Anstieg von Podcasts oder von Hörbüchern, das macht mir wahnsinnig viel Mut für die Zukunft. Ich danke euch fürs Zuhören.